Grüß euch, der Mandy spricht. Es geht wieder los. Was meine ich damit? Was meine ich damit? Naja, habt ihr es nicht die Medien entnommen? Es startet eine neue Kampagne der österreichischen Bundesregierung bezüglich einer gewissen Behandlung. Ja? Das ist ein bisschen im Hintergrund bei den Leuten schon, die haben sich da nicht mehr beschäftigt damit oder nicht mehr beschäftigen wollen. Dem muss Abhilfe geschaffen werden. Darum startet eine neue Kampagne. Ich hab gehört, dass die startet. Ich hab dabei noch nichts gesehen von Inserate oder Spots, aber ich bin schon sehr gespannt, weil natürlich, ja, die Variante Eris, die griechische Göttin der Zwietracht wurde es, die Variante Eris, die ist vorherrschend. Ich kann euch das wissen, irgendwie bekannt vor, die Variante ist vorherrschend. Und naja, jetzt ist ja ein angepasster Behandlungsstoff da, ein angepasster Behandlungsstoff. Und ja, es dauert lang, bis man sich den überhaupt spritzen lassen kann, weil sie so viel Leid mögen da. Und jetzt gibt es lange Wartezeiten, hat der Minister Rauch kritisiert. Er sagt schon, wir werden das die Ärzte entziehen, weil das kann es doch nicht sein. Und ich habe heute ein Interview gehört mit dem Experten Nowotny. Ja, der hat natürlich einmal da zur aktuellen Situation Stellung genommen und hat gesagt, zunächst einmal auf die Frage, wer sie jetzt eben schnellstens behandeln lassen soll. Die vulnerablen Gruppen, kommt euch das auch irgendwie bekannt vor, die vulnerablen Gruppen, also Leute mit Vorerkrankungen oder Menschen 60 plus. Puh, habe ich einen Klick, ich habe noch einen Fünfer gefahren. Und die ganz gute Interviewerin hat mir dann auch gefragt, was denn so die charakteristischen Merkmale sind von der Eris-Variante. Und er hat gesagt, naja, also einerseits ist es natürlich so, dass da zum Beispiel ein Schnupfen auftreten kann. Es kann ein Schnupfen auftreten. Es kann auch zu Halskratzen kommen. Er hat es dann nur ein bisschen erweitert. Zu heftigen Halsschmerzen. Maria. Kopfschmerzen. Ernsthaft. Kopfschmerzen können auch kommen. Und jetzt halt euch fest. Durchfall. Also, höchste Zeit, dass wir was tun, dass wir uns behandeln müssen. Weil auch Kopfschmerzen, Durchfall und Halsweh, heftiges Halsweh, dabei sein können. Jo. Okay. Mir fallen da ganz spontan zwei Gedanken, ich weiß gar nicht warum. Einerseits die Aufarbeitung der ganzen letzten drei Jahre, die uns der Bundeskanzler Nehammer groß versprochen hat, oder? Das, da wisst ihr da auch schon, was weitergeht. Das läuft doch auch schon ein paar Monate, oder? Habt ihr da mal was gehört von Zwischenergebnis oder so? Ich nämlich nicht. Und nur was fällt mir das mit der Übersterblichkeit von über 10% im Jahr 2022. Gibt es da schon irgendwelche Forschungen oder irgendwelche Erkenntnisse, warum das so war? Ich weiß nicht, das ist mir jetzt wirklich spontan eingefallen, keine Ahnung warum. Naja, in diesem Sinn. Abo bitte, danke, Video teilen, Daumen hoch, ist auch immer gut, Kommentare sehr gerne. Wenn ihr irgendeinen Kommentar nach einer Zeit nicht mehr lesen könnt, ich sage nur so viel, ich lösche nicht. Ich habe dabei noch nie einen Kommentar gelöscht, aber manchmal sind einige nicht mehr zum Sehen. Man weiß nicht warum. In der Videobeschreibung auch wieder der Link zur guten Lesestufe, sagen wir so. In diesem Sinne, vergesst nicht, totgefürcht ist auch gestorben.